das früheste Ereignis, an das ich mich erinnern kann, ist halt die Mondlandung gewesen. Und da hat man sich dann automatisch dafür interessiert, für den Mond, für die Planeten, für die Sterne und sich dafür interessiert, wie funktioniert denn das alles am Himmel. Und so ist von Anfang an ein Interesse an Wissenschaft, an Physik, an Technik bei mir gewesen, von Anfang an. James Bond muss sich das ja auch alles ausrechnen. Wenn er da mit dem Auto sich überschlägt, muss er sich ja vorher die Geschwindigkeit ausgerechnet haben, mit der er auf die Rampe fährt. Also mit anderen Worten, James Bond muss ein genialer Physiker sein, sonst wäre er schon längst tot. Diese Liebe zur Physik, die entwickelt man irgendwie und dann lässt das einen nicht mehr los. Ja? Und deswegen ist jeder Physiker so ein kleiner Nerd. Das ist schon gar nicht so falsch. Ja, eigentlich müsste jeder James Bond-Fan auch ein Physik-Fan sein, weil sonst James Bond nicht so schön funktionieren würde. So Pierce Brosnan zum Beispiel in einem Bond-Film, Die Welt ist nicht genug, da verfolgt er mit einem Schnellboot ein anderes Schnellboot am Anfang. Und dann ist es so, dass er mit dem Boot untertauchen muss, unter einem Hindernis durchtauchen. Und da wird er natürlich komplett nass, weil er im Wasser sich befindet. Und als er vollständig unter Wasser ist, richtet er sich seinen Krawattenknoten. Und wer in dem Moment daran denkt, dass er vielleicht nicht so gut aussieht oder nicht so gut gekleidet ist, der macht das schon richtig.